Vereidigt, die neue Regierung steht. 23 Minister, darunter 8 Fachleute, wurden heute vom Staatspräsidenten angelobt. Vergebens, auch heute musste die Suche nach der Leiche von Peter Neumayer ergebnislos abgebrochen werden. Verwöhnt, bei der Ski-WM in Cortina jubeln nicht die Südtiroler Skifahrerinnen, dafür aber die Südtiroler Trainer. Die Tagesschau am Samstag. Guten Abend. Einen Platz auf dem Stockerl hat sich heute hingegen die Sonne in Südtirol verdient. Sonnenschein pur heute im ganzen Land. Von früh bis spät Sonne auf den Bergen, wie hier in Abteil. Da liegt auch noch ordentlich Schnee. Sonne aber auch im Tal, wie hier am frühen Nachmittag in Brandzoll im Unterland. Heute war die Sonne tonangebend, aber es war auch richtig, richtig kalt. Auch in Girlan im Überetsch heute Vormittag. Die Temperaturen in Bozen heute früh minus 1 Grad, am Nachmittag dann aber immerhin 6 Grad. Sonnig und kalt wird auch der Sonntag. Hier sind die Aussichten. Ein kräftiges Hoch über Mitteleuropa und eine trockene Nordströmung bestimmen das Wetter im Alpenraum. Am Sonntag scheint die Sonne von früh bis spät und der Himmel präsentiert sich wolkenlos, auf den Bergen herrscht ausgezeichnete Fernsicht. Zu Tagesbeginn herrscht in vielen Tälern strenger Frost, am Nachmittag liegen die Temperaturen dann zwischen minus 2 Grad in Sterzing und plus 5 Grad werden es in Meran. Der Montag verläuft sehr sonnig, im Tagesverlauf tauchen einige Schleierwolken auf, am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag stellt sich ein freundlicher Wechsel aus Sonne und Wolken ein, am Alpenhauptkamm kann es zeitweise leicht schneien. Der strenge Frost schwächt sich ab und die Temperaturen steigen Tag für Tag an. Das war die Tagesschau. Wir kommen wieder um 10 nach 10. Hier folgt jetzt Nachgedacht. Danach besuchen wir Putzen im Sarntal. Und da treffen wir auch den Immunologen Bernd Gensbacher, reden aber ganz bestimmt nicht über Corona. Ich wünsche eine gute Unterhaltung.